Hey und Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Tech Up. Tech It. Ja, ich mache den Fehler immer noch wieder, jedes Mal. Und ich lande hier auch immer noch regelmäßig unten. Ich sollte mir unbedingt mal einen anderen Weg suchen, hier wieder rauszukommen. Das ist nämlich total doof. Wisst ihr was? Ich bin jetzt mal so frei, hier einen Geheimgang auszubuddeln. So, passt. Und schon sind wir draußen. In der letzten Episode haben wir ja ziemlich viel gemacht mit unserem Sustaining-System da, Dingeskirchens. Wie sieht's eigentlich hier aus? Ich glaube, dass der wirklich nichts produziert, solange die Bedbox voll ist. Ja, ich muss da unbedingt mal was mitmachen. Okay, wo waren wir? Und ich sollte aufhören, den gleichen Kommentar wie beim letzten Mal wieder zu machen. Das ist nämlich irritierend. Wow, die kommen aber gut voran. Ich glaube, dass ich... Ich müsste doppelt so viel in den hier reinstecken, als in den hier. Wie kriege ich das? Geht das? Ist jetzt meine Frage. Geht das, dass ich das so mache? Gute Frage. Gute Fragen kann niemand trennen. Okay, das klang komisch. Aber, ja, das haben wir letztes Mal gemacht, dass das endlich funktioniert, soweit wie es soll. Und dieses Mal. Epicness! Aber dazu sollen wir erstmal kommen. Enchantment Table wollte ich irgendwann mal bauen, aber ich glaube, wir bauen das erstes Mal einen Combustion Engine. Wow. Aber jetzt brauchen wir mal fünf Kolben. Jede Menge Holz. Ich hole mir mal einen Stack hier ins Inventar. So, damit brauche ich jetzt noch mal ein bisschen Cobblestone. Cobblestone kann man ja nie genug haben. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Und davon ist ja wurscht, wie viele. Dann hole ich halt ein Item raus. Bam! Jetzt brauche ich 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich hätte auch schneller 10 machen können. 10 Gears. Wovon ich 2 weiter aufrüsten muss. Zu Cobblestone Gears und besser gesagt zu Iron Gears. Da 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 da. Okay, so, dann die hier upgraden. Und dann habe ich noch 3 Stück vergessen. 3 habe ich gesagt, dann brauche ich nochmal 5 Glas. 5 habe ich gesagt. Und mit der Kombination aus den Dingern, den hier, bisschen hiervon. Und dann der Sache hier. Und dann natürlich noch die andere Sache, nämlich das hier. Combustion Engine, Redstone Engine. Als nächstes brauchen wir nur noch eine kleine Pumpe. Wie wir wissen, geht eine Pumpe mit 8 Glas. Und zwar braucht man dafür einen Tank. Schön. Nächster Schritt. Mehr Eisen holen. Ich brauche mehr Eisen. Viel mehr Eisen. Eisen, danke. Stimmt, da war noch EMC drin. Egal. So, mit Eisen kann man nämlich eine Eisenspitzhacke herstellen. Da 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 da. Dann brauchen wir ein bisschen Redstone. Eins dürfte reichen. Dann brauchen wir ein Stone Gear. Naja, Stone Gear ist nicht ganz so das, was ich haben will. Ich glaube, ich rüste sogar nochmal auf. Und damit haben wir ein Iron Gear. Das hier, das hier, das hier. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gibt ein Mining Well. Gibt einen Tank. Gibt eine Pumpe. Pumpe kombinieren wir natürlich wieder. Mit Bucket of Water. Da ich im Moment keine Water Buckets habe, muss ich 2 neue herstellen. Die werden wir einfach wieder recyceln. Hier ist kein Wasser. You may only sleep at Niete. Moment. Night, nicht Niete. Das klingt so komisch. Der hier. Ja, man sieht, auf dem Server dauert es deutlich länger, die Sachen wieder zu regenerieren. Da die Dinger sowieso regelmäßig nicht funktionieren, könnte ich die eigentlich auch weg tun.
Keine Ahnung, was nicht das Problem mit den Dingern ist. Water Strainer. Vor allem frage ich mich, wie. Der macht doch damit gar nichts, oder? Ansonsten werde ich da vielleicht irgendwann mal eine weitere Leitung anbauen. Es kann sein, dass der. Was weiß ich, was der da macht? Kann sein, dass das bisschen buggy ist an Stellen. Wisst ihr? Buggy. Hahaha. Schlechter Witz. Buggy ist auch so ein Wort, wo man denken könnte, das kommt garantiert aus dem Englischen. Ist es aber nicht. Deutsch. Deutsche Erfindung. Wie viel die Deutschen immer denken, dass... Oh, Eisen. Frisches Eisen und Kupfer. Kupfer, sehr schön, damit kann ich nämlich endlich... Und Kohle. Verdammt, ich habe nicht mal eine Fackel dabei. Da müssen wir halt mal durch die Nacht arbeiten. In der dunkelsten Finsternis stehen wir. Moment, da fehlt mir noch ein bisschen der Text. Das ist noch so eine Sache, die ich noch üben muss. Sinnvolle Texte rausfinden in der Zeit, die ich brauche zum Singen. Dann werden wir nämlich irgendwann mal erfolgreich sein. Damit. Naja, erfolgreich halt in dem Sinn, dass wir D Quadrat Pi Viertel Maha. Nö. Das ist einfach lustig, es mir zuzuhören dann. Im Moment ist es ja nicht so lustig. Lässt du mich da nochmal raus, bitte? Danke. Mir doch wurscht. Sind halt zu random Lava unterirdisch. So, einen Block habe ich noch. Gut, und der kommt dahin. Eins von euch kommt dorthin. Der nächste kommt dorthin und der dritte kommt dorthin. Man kann das übrigens auch machen, indem man hier, hier, hier und hier Wasser hin platziert. Also an vier Stellen, aber das ist irgendwie ein bisschen verschwendet, finde ich. Okay, einmal kurz das hier dahin platzieren. Nein, den Combustion Engine brauche ich noch nicht. Wir werden später wahrscheinlich drei Stück haben oder so. Ein oder ein, eins, zwei oder drei. Du musst dich entscheiden. Drei Felder sind frei. Oder so. Nö, ich glaube, es war doch wieder alles. Verdammt, ich komme schon wieder durcheinander. Nö, eigentlich nicht durcheinander, aber ein bisschen wirr. Es klang ein bisschen wirr. Wirr. Wir werden heute... Keine Ahnung, was... ich denke, hauptsächlich diese Maschine hier fertigstellen. Dass sie endlich, wirklich, endgültig self-sustaining ist. Dahin. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Kaktus. Da wir wahrscheinlich keinen Kaktus mehr haben, werde ich diesen mal mir erlauben. Uahaha. Ich muss unbedingt meine automatische Kaktusfarm bauen. Da ich ein bisschen mehr brauche, werde ich dieses Mal das Kaktusgrün kopieren. Wir werden Grün sowieso noch brauchen, also. Kaktusgrün in den Ofen. Kaktusgrün, danke. 14 Stück, das ist fast genug für meine... Hab ich Golden? Ich habe doch noch Goldies gehabt. Zwei! Gleich so viele. Ich dachte, ich hätte hier noch welche. Keine Goldies. Nix Golden, nix Golden. Dann mache ich es halt so und so. Das gleiche könnte man natürlich mit Glas auch machen. Naja, mit Sand. Automatisches Einschmelzen zum Beispiel. So, das hier und das hier wird das hier. Und schon sind wir so weit, wie wir kommen wollten. Naja, nicht wirklich. So, nicht richtig, nicht richtig. Das mache ich, ich habe hier keinen Platz für meine Combustion Engines. Egal, das passt schon, das wird hier hinkommen. Da kommt mein Combustion Engine drauf. Und damit dürfte das passen. So, und der wird gefüllt mit richtig frischem Wasser. Ich glaube, dass es im Multiplayer natürlich auch wahrscheinlich ist, dass dieses Teil nicht explodiert. Ich werde natürlich, das allerdings nicht unbeaufsichtigt laufen lassen.
Also immer, wenn ich nicht da... Ja, weil sonst riskiere ich, dass ich meine ganzen Sachen in die Luft jage. Das will ich eigentlich nicht. Genau, der ist jetzt weg. Gut. Als nächstes brauche ich, nochmal eine Pumpe. Ein Engine. Einen Rotsteinantrieb. Ich finde, das klingt so komisch. Ja, gut. Ja. Durcheinander, ich brauche Kabel. Ich bin durch einen kompletten Stack Kabel gelaufen. Wie schafft man das? Wenn man einfach nur am Craften ist. Also, wirklich, das ist jetzt ja wirklich nicht unbedingt so leicht. Das hier. Zwei Stück wollte ich haben. Und dann brauche ich schon wieder Glas. Ich sollte mir unbedingt mal ein Stack Glas im Inventar mit mir rumtragen. Man braucht so viel von dem Zeugs. Genauso wie ich schon fast mein ganzes Holz wieder aufgearbeitet habe. Okay, jetzt brauche ich Wooden Transport Pipe. Eine Wooden Transport Pipe, ja. Kombinieren wir natürlich mal wieder mit dem hier. Ich brauche eventuell noch ein bisschen mehr von dem anderen Zeugs. Eisen, das passt. Ich fand den links gut. So. Ja, okay, den hätte ich mir schwenken können. Für den Augenblick noch. So, jetzt brauche ich wieder eine Rotsteinfackel. Oder ich nutze wieder neue Schalter, nachdem ich die letzten Jahre sinnvoll verbaut habe. Das bringt nichts, den jetzt schon einzuschalten. Weil wir eben erstmal noch eine Wooden Conductive Pipe brauchen. Habe ich noch Wooden Pipes? Ich hoffe es mal stark. Hier ist Golden. Golden kann ich natürlich auch schon mal holen für Golden Conductives. Damit habe ich hier noch ein paar mehr. Das Redstone nehme ich mal mit. Wooden Pipe hatte ich doch hier drüben noch irgendwo. Nicht wahr? Wooden Pipe? Ja, da. So, Wooden Transport Pipe. Kombinieren. Gibt ein paar von denen, die hier kombinieren mit denen hier. Bams! Und schon können wir endgültig, finally, finally, das hier irgendwo hinleiten. Als nächstes brauchen wir natürlich das Item, das wir dafür verwenden müssen. Habe ich mein Kupfer? Ich habe ihm noch nicht das Kupfer beigebracht. Das mache ich jetzt sofort, sonst vergesse ich das nämlich und dann ärgere ich mich, wenn ich meinen Quarry am Laufen habe. Gut, hier gehört nämlich noch das hier rein. So, die Sachen da rein. An. Bams. Bams. Beides durch. Sehr gut. Das Coole ist, dass sich das im Normalfall in dem hier staut, nicht in dem hier. Das heißt, der hier ist schnell leer und dann passt es wieder. Ich werde das übrigens auch später anders machen. Da habe ich, werde ich nämlich hier eine, einmal Gravel nehmen und einmal. Gibt's das? Ein bestimmtes Item. Das hier kombiniert mit Gravel. Okay, ich brauche Smooth Stone Pipes. Dann machen wir es halt mit den Pipes. Das ist mir egal. Ich kann die immer gebrauchen. Gab's die hier nicht? Ich hatte der in Erinnerung. Ah, die gibt's hier nicht. Schade. Naja. Da es die hier nicht gibt, braucht's mich nicht kümmern. Schade, 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 schade. Aber wir müssen einfach weitermachen. Tut mir echt leid. Grummel, 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 grummel. Wie viel habe ich hier noch? Eins, zwei Stück in den Kompressor. Damit haben wir schon 8 Stück. Das nächste bisschen Uran wird die Welt verändern. Glaubt's mir. Ganz bestimmt wird das die Welt verändern. Okay. Nachdem wir dies erledigt haben. Ah ja, ich wollte das Item suchen, das ich haben wollte. Dam, da, da, dam, dam, da, 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 dam. Brauchen wir ein MV Engine Generator. Man kann
theoretisch auch den LV nutzen, aber ich weiß nicht, ob ich nicht mehrere anschließen will und dann bin ich mir sicherer mit dem. 4 Gold, 2 Redstone, MB Transformer. MB Transformer war ein Machine Block. Ich hau das jetzt in den Furnace rein. Das geht mir schneller. Und dann brauche ich, glaube ich, 2 Kupferkabel. Von denen ich wahrscheinlich keinen einzigen mehr irgendwo zu finden habe. 1. Nicht zu vergesslich. Es erfordert Konzentration. Und die habe ich nicht mehr wirklich. Was ist das? Energy Unloader. Miner, Compressor, Pump, Magnetizer. Magnetizer werden wir auch mal irgendwann bauen. Electrolyzer muss ich mal bauen. Golden Cable. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass mir das mit dem Golden Cable passiert. 1, 2, das hier, MB Transformer. Use. Dann brauche ich Tesla Coil, kann man damit machen? HV Transformer. Transformer Upgrade. 4 Gold und ein Golden Gear. Gold müsste ich hier drin haben. 8 Stück, dann brauche ich auch 8 Eisen. Ich habe nicht mehr genug Eisen. Habe ich kein Eisen? Ich hatte doch hier irgendwo Eisen produzieren lassen, oder? Ist das schon wieder aufgebraucht? Dann machen wir es halt wieder so. Eins von denen. Hier rein. Und Eisen dafür. Der Tausch, den finde ich angehen. Also den finde ich sinnvoller als den anderen. Ah ja, Iron Gear, genau. Jetzt brauche ich schon wieder Holz, weil ich habe ja schon wieder kranker viel verballert davon. Und zwar brauche ich ein Gear. Ein Iron Gear, um es genau zu sagen. Nein, ein Golden Gear. Auch wenn ein Golden Gear nicht ausreichen wird, das ist nämlich nur ein Teil von der Maschine. Wir brauchen nämlich noch ein Stone Engine. Das heißt, ich brauche noch ein wenig davon. Dann brauchen wir zwei Gears. Die hier, zwei Stone Gears draus machen. Die hier hin, das dahin, dorthin und die beiden. Steam Engine. So, habe ich jetzt alles. Na, 2 Redstone, aber die habe ich auch da. Und schon haben wir den Engine Generator. Woha, Engine Generator. Jaha. Und ich habe schon wieder denselben Fehler gemacht wie beim letzten Mal. 1, 2. Leite ich das soweit? 1, 2, 3, 4, 5. 7. 8. Geht sogar! Und jetzt Power an. Und jetzt produzieren wir tatsächlich. Vollkommen automatisiert. Öl. Also, das ist jetzt ein äußerst seltsames System. Man produziert Öl, verarbeitet es weiter zu dem Biofuel, zu Fuel, haut den Fuel in ein Burp Engine, Benzinmotor, und haut den zusammen wieder in den Generator, der dafür sorgt, dass man Öl generieren kann. Eventuell werde ich da auch später mit einem Solarpanel nachhelfen, falls das nicht ausreichen sollte, oder was weiß ich. Wir werden es sehen irgendwann. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Yeah. Und dann schaffen wir mal durch die Nacht. Damit unser MFE sich da langsam mal auskurieren kann. Gut, das hat jetzt verdammt lang gedauert. Wir haben schon wieder fast eine Episode nur damit verplempert, dieses Ding zu bauen. Ich wäre schon wieder fast darunter gesprungen. Weil ich komme dummerweise an meinen MFE nicht ran. Das ist total doof. Da kann ich nämlich nicht sehen, wie weit der voll ist. Fail. Das geht sogar direkt. Dann machen wir das anders.
Hey, 10.000 kann ich doch bestimmt abzweigen. Das ist doch kein Problem für dich, oder? 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 Okay. Ich könnte mich wieder einkriegen. Was ich natürlich machen werde, ist übrigens, dass ich den Incinerator, den ich habe, kombinieren werde mit dem System für Kabel, Erde und Gravel. Wo ich sagen werde, dass ich sag Dings. Tschüssi. Nein, nicht darunter. Komme ich doch nicht dran. Das müsstest du doch inzwischen wissen. Alloy Furnace. Ich weiß auch nicht, ob ich den da ewig stehen lassen werde. Eventuell werde. Ach nein, ich brauche ja den hier wegen der Sorting-Maschine. Ich weiß wirklich noch nicht, was ich mit dem Dings machen werde. Habe ich meine Theme dabei? Natürlich nicht. Und inzwischen ist der Enderman auch weg. Und ich habe es natürlich aufgehoben. Hallo, Enderman, kommst du her? Nö. Oh, doch, er kommt. Komm wieder her. Feiges Huhn, feiges Huhn. Das war vielleicht. Boah. Hin und her. Eine Sekunde aufzutauchen. Weißt du, was das heißt für mich? Danke für die Enderperle. Yeah. Auch wenn die EP wegteleportiert worden ist, aber er selbst ist draufgegangen. Ach ja, das ist das Portal. Ich habe mich schon gewundert. Hä, was macht denn da so seltsame Sounds? Das klingt so komisch. Und dann war es halt so. Macerate den mal. Ich weiß aber noch nicht, wofür ich das brauche, aber wir werden irgendwann mal so ein Dings anlegen. Es wird dann wahrscheinlich hier unten weitergehen. Ich fände es cool, hier so unterirdisch so ein System zu haben. Wenn man dann nicht immer irgendwo anders rumlaufen muss und so. Läuft das jetzt eigentlich inzwischen flüssig? Was ich natürlich machen könnte, wäre, dass ich statt dem Teil hier einen weiteren Combustion Engine bauen würde. Dadurch würde ich, glaube ich, mehr Vorteile haben. Ich glaube, ich baue noch einen Combustion Engine im nächsten Part. Bis dann, wünsche ich viel Spaß und wir sehen uns dann. Ah, schade, dass der Part schon wieder vorbei ist. Naja, bis dann. See you later. Bye bye.